Und hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich werde mal in die Stadt düsen. Ich muss mal gucken, ich muss eigentlich noch mal nach Aufträgen gucken. Ich habe schon ewig keine Aufträge mehr gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es da noch welche gibt. Und ich muss eigentlich noch angeln. Ich will noch diesen legendären Fisch haben hier. Ich weiß nur nicht, ob ich den kriegen kann. Was? Copperohrs. Nee, das ist mir gerade zu anstrengend, Clint. Tut mir leid. Das geht gerade nicht. Das müssen wir gerade überlegen. Da war alles fertig. Cool, die Uhr, die tickt sogar richtig hier. Ich könnte noch mal zum Strand runtergehen. Das wäre noch eine Idee. Ich suche noch den Oktopus. Ich weiß nicht genau, ob ich den noch finde. Das weiß ich nicht mehr genau. Muss ich mal schauen. Ich bin nämlich auf der Suche nach den legendären Fischen. Der Dorado fehlt mir auch noch, ne? Warte mal. Finde ich den hier? Den du. Nee. Das ist jetzt nicht so. Komm schon. Ich hätte gerne den Dorado. Bist du ein Dorado? Nein, du bist kein Dorado, ne? Du bist ein Pike. Ah, ist ja nicht so spektakulär. Ach ja. Ich hätte jetzt gerne noch einen Stuhl hier. Die ganze Zeit stehen ist auch ein bisschen doof hier. Ich gehe mal hier unten zum Dingens. Ja, die ist auch wieder da. Oh, eine Regenbogen. Regenbogen-Shell. Lea ist auch da. Okay. Hi, Woody. Ich angel mal ein bisschen mit, oder? Hast du nichts dagegen? Da ist Müll dran. Das ist ja auch nicht so spektakulär. Eine Rainbow-Shell sogar in lila. Oh, wow. Und schon was Tolles gefangen. Ich hätte gerne. Oh, einen Oktopus. Oktopus. Was bist denn du für einer? Du lässt dich locker, ne? Komm, du bist ein Oktopus. Nee, du bist eine Super Cucumber. Auch nett, aber. Ich hätte doch gerne Oktopus. Ich weiß gar nicht, ob der Mittagszeit da ist oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Müsste ich nochmal auf den Grund gehen, muss ich zugeben. Seaweed. Das ist auch nicht so spektakulär. Ich suche noch ein paar Superfische und ein paar Fische, die ich noch nicht geangelt habe. Was bist du? Bist du wieder so eine Cucumber? Komm schon. Den Schatz würde ich auch gerne mitnehmen. Komm schon. Also kommt schon. Ich habe aber nicht mehr so viel von den Anhängern hier, ne? Die Angel. Die Bombe oder so runter. Auch eine Super Cucumber. Was habe ich gefunden? Ein bisschen. Ein bisschen Beute, na gut. Ist jetzt nicht so spektakulär. Komm schon. Ach ja. Da düst man echt ein bisschen vor sich hin bei dem Blick hier. Komm schon. Was Neues. Ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr um die Uhrzeit. Die sind, glaube ich, nur nachmittags da, ne? Halbut hatte ich schon. Oh, mein Tackle ist ausgegangen, beziehungsweise alle gegangen. Kommt noch was? Ja, da ist noch wer angebissen. Komm schon. Du bist ein Halbut oder so? Ist das sogar nicht so. Jo. Ein Kopf gibt immer her. Muss nochmal hier einen, kann ich noch reinbasteln. Schon 9:30. Ich glaube, ich bin gleich wieder auf dem Rückweg. Jetzt wird Abigail nachher noch sauer. Wenn ich mal so spät zu Hause bin, ist auch mal doof. Dann sehen wir uns immer nicht. Wow. Komm schon. Komm schon, komm schon. Was ist denn jetzt los? Was bist denn du für einer? Du bist. Na. Ah, ich hab dich. Ich hab dich, hoffentlich. Nee, ich hab dich. Okay, ich mach Feierabend. Mach's gut, Willy. Das muss reichen für heute. Den Rest, den mache ich morgen weg. Elia ist immer noch hier unterwegs, okay. 10 Uhr eigentlich. So, dann mach ich mich irgendwie nach Hause. Ist ja schon wieder spät. Ich muss ja morgen wieder früh raus, noch ein bisschen was schaffen hier. Oh Mann.
Der Tag ist immer zu kurz hier. Ach ja, aber es ist schön ruhig, muss ich zugeben hier. Und man hat alles Mögliche. Man hat die Berge, man hat Strand. Normales Farmland. Ein kleines Städtchen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Genau richtig eigentlich. Passt eigentlich alles zusammen. So, kann ich hier noch... nein. Halbut? Ja. Das Zeug kommt drüben rein? Okay. Das kommt da rein. Davon habe ich auch welche. Dann kommst du raus. Super Cucumber. Was? Habe ich die nicht? Doch, da oben. Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Kann ich die Angel wieder bestücken? Und dann kommt das hier noch rein. Alles klar. Und dann ist der Tag auch schon herum. Schatz, ich bin zu Hause. Aber es ist leider zu spät. Du bist schon am Pennen, ne? Du bist auch am Pennen. Die Kleine ist am Pennen. Alles gut. Alles gut. Ich bin wieder zu spät. Tut mir leid, Schatz. Ja. Na, ein bisschen was kommt bei rum, aber eigentlich nicht so viel. Ich muss eigentlich zusehen, dass noch ein bisschen mehr bei rumkommt. Die Qualität muss aber noch besser werden. Wump. Na, meine kleine Mulle Maus. Was machst du da, hm? Ach, du bist am Bauklötze spielen. Okay. Schatz, ich habe ein bisschen umdekoriert bzw. tapeziert. Gefällt's dir? Oh, du hast es gefunden. Cool. Hast ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen Abenteuer. Ich hab dich lieb, Schatz. Aber weißt du was? Behalt den doch einfach. Du brauchst mir nicht dafür danken, du hast ihn selber gefunden. Du magst den doch. Also von daher ist das doch ganz schön, wenn du den benutzt. Ich habe übrigens hier ein bisschen umdekoriert. Kann ich noch ein paar Rezepte lernen? Ich glaube nicht, ne? Nee, leider nicht. Okay. Dann schaue ich mal. Ach du meine Güte. Ich wollte doch nur kurz nachschauen. Ich glaube, ich gehe wieder ins Haus. Nein, den ziehe ich mir jetzt nicht rein, den Maple Syrup. Das wäre ein bisschen zu hardcore. So. Was brauchen wir denn beide? Oh. Da ist der Blitz eingeschlagen. War gut, dass ich einen Blitzfänger hier habe. Kann ich die schon pflücken? Krass. Ach du meine Güte, Starfruit. Starfruit-Alarm. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, dann kann ich eigentlich die restlichen Seeds hier noch anbauen, ne? Das kriege ich gerade so noch hin. 9 Stück. Ich hoffe, das haut hin. 10, 11. Ja, gut, das müsste passen. Dann haue ich die mal hier drauf. Nicht wahr? Genau, dann sind hier noch 2 Felder über. Dann muss ich nochmal 2 Seeds besorgen bei... Zack, zack. Komm, wir hauen die mal hier rein. Ich habe zwar jetzt nichts Besonderes hier, aber... Nein. Hier ist was los. Achso, habe ich hier... Warte mal. Blueberries habe ich 9. Kann ich noch 2 reinschmeißen? Okay. Starfruit habe ich... gar nicht. Da behalte ich mal die 7 und den Rest schmeiße ich alles raus. Würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube schon. Eigentlich müsste ich das Zeug verkaufen. Das ist bestimmt richtig viel wert. Und wenn er dann eine Starfruit haben will, dann fehlt die nachher, ne? Pale Ale brauche ich nur 20. Das muss reichen. Das heißt, der Rest kann alles raus. Zack, zack, zack. Okay. Ich würde gerne noch ein paar Starfruits anbauen, aber das schaffe ich in der Zeit gar nicht mehr. Das dauert zu lange. Da sind noch Melonen fertig. Ist auch noch was fertig. Radish ist hier noch einer fertig geworden, okay. Da ist noch ein bisschen was fertig geworden. Nein, jetzt nicht essen. Komm, pack's weg. Pack's weg, pack's weg. Nein. Ist auch noch was fertig geworden. Das kann ich noch anpflanzen, tatsächlich. Okay. Muss ich mal gucken, dass ich bei Pierre gleich noch was Billiges hole. Dass ich dann, beziehungsweise was schnell geht, halt anbauen kann hier. So, jetzt kann ich hier nochmal durchgehen. Ach du meine Güte. Schön, dass man so viel Hopfen sammeln kann hier. Aber Hopfen bringt, glaube ich, nicht ganz so viel. Außer die Qualität steigt. Ich weiß nicht, ob man die Qualität noch erhöhen kann hier. Bin mir nicht sicher. Das kommt ja erst mit der Zeit. Mit der Erfahrung. Und mit der Pflege. Das ist auch wichtig. Wenn das alles nachher vernünftig gepflegt ist hier und man das gut behandelt, kommt bestimmt auch richtig gutes Zeug bei rum. So. Ich sehe schon vor lauter Büschen nicht mehr, wo ich hier noch was ansammeln muss.
So, den Kaktus. Der Kaktus wächst doch auch langsam, ne? Kaktus. Hier, komm, ich gebe dir noch ein bisschen was, bitteschön. So, hier brauche ich nichts mehr pflanzen. Ich muss auf jeden Fall nochmal... Wie viel habe ich denn? 10, 13, 16, 18, 19. Also brauche ich etwa 20 Seeds, würde ich pauschal behaupten. Kaffee ist auch noch fertig geworden. So. Da ist noch ein, nichts Besonderes, okay. Euch kann ich noch mitnehmen. Ihr bleibt heute alle drin. Ja gut, das Wetter ist auch schlecht, ne? Oh. Chacha. Du bist jetzt Chacha. Chacha! Ich sehe leider nichts. Ich muss mal gerade hier durchlaufen. So, ich sammle mal alles ein und genau. Kann ich hier nochmal durch? Danke. Habe ich dich auch geknuddelt? Jetzt habe ich euch alle geknuddelt, ne? Sehr schön. Dann haue ich mal die ganzen Sachen hier drauf. Ist jetzt nichts Spektakuläres, ne? Nee. Zack. 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 Muss mich mal kurz durchlassen. So, so. Mehr war nicht, ne? Nee, gut. Also es ist aber zwar Donnerstag, aber ich nehme alles mit jetzt hier. Komm mal wieder ein bisschen näher die Bude. Macht's gut. So. Ach du meine Güte. Einmal Gruppenknuddel bitte. Seid ihr alle erwachsen jetzt hier? Alle schön erwachsen? So. Dankeschön. Hast du nichts dabei gerade? Nein, du hast nichts dabei, glaube ich, ne? Du hast nichts dabei. Lenny. Niki, produziert keine. Kann ich dich nicht. So, jetzt. Ich muss doch ein bisschen. Dankeschön. 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 Hab ich jetzt alle erwischt. Viermal Milch. Viermal Milch. So, jetzt muss ich noch gerade die Schere auspacken. Mann, ihr habt ja richtig Wolle hier. Wenn das immer so abgehen würde, da hätte man ja richtig was zusammen. Ich sehe gerade, das Dings könnte ich noch wegmachen hier. So, einmal Wolle, danke. So, jetzt muss ich mal gucken. Die Schere kommt zurück. Ich muss erstmal die Milch reinschmeißen, würde ich sagen, ne? Ja. Ich habe jetzt aber nur zwei da, dann schmeiße ich die da rein. So. Okay, das bleibt hier zum Verarbeiten. Den, ich kann die Kram gar nicht alles mitnehmen, weil ich gar keinen Platz habe. Ha! Das ist natürlich jetzt doof. Den Käse kann ich verkaufen. Komplett, glaube ich, ne? Das kann ich noch verarbeiten. So. Ach, ich kann es nicht rausnehmen, weil... Ah, okay. Geht nicht, dann muss ich erst, das ist jetzt doof. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Das Ei kann ich hier drüben noch reinschmeißen. Das ist nämlich nicht so toll. Nein, ich schmeiß das mal da rein. So, jetzt. Macht's gut. Wie viel habe ich noch auf Lager? 31, ach du meine Güte. So, jetzt räume ich den Kram erst weg und dann, muss ich zusehen, dass ich noch den restlichen Kram verarbeitet kriege. Ich muss mal rausfinden, wo ich was liegen habe. Hier sind die Eier. Kommen erstmal alle hier rein. Erstmal alles sortiert. So. Käse habe ich hier noch 20. Das heißt, Käse kann komplett weg. Sehr gut. Wolle habe ich jetzt hier ein bisschen bessere Qualität. Kann ich aber noch verarbeiten eigentlich. Ja. Mayonnaise brauche ich, glaube ich, nicht mehr, ne? 20, 20? Ne, brauche ich nicht mehr. Von der Mayonnaise habe ich nichts Neues. Von der habe ich auch 20, kann alles raus. Okay, das heißt, der Käse weg. Das weg. Die Mayonnaise kann weg. Wolle muss ich gleich mal gucken. Hopfen kann auch komplett weg. Melonen können die auf jeden Fall auch weg. Brauche ich noch mehr Melonen? 11, ja, dann kann ich die da noch reinschmeißen. Kaffee. Schmeiße ich hier erstmal rein. Muss ich noch weiter verarbeiten. Das auch da rein. Radish habe ich jetzt nicht. Radish war auch 20, ne?
Genau. Kann alles weg. Okay. Käse da rein. Perfekt. Wow. Jetzt muss ich nochmal zurück und den Rest noch verarbeiten bzw. holen. So, ich bin nochmal da. Ne, kann ich eigentlich beide verarbeiten. Die Wolle, die Qualitätswolle, die kann ich. Kann ich tatsächlich. Lass nicht mal alles mit. Das muss verarbeitet werden, ne? Genau. Okay. Ja, gut. Der Rest habe ich da. Das macht's gut, Leute. Wenn ich das Zeug verkaufen würde, das würde noch richtig Geld bringen jetzt hier, aber. Ich gucke erstmal, dass ich meinen Vorrat selber erstmal voll habe zu Hause und dann kann ich mir das verkaufen. Das wäre nämlich gar nicht so übel. So 20, das heißt, von den großen brauche ich nichts mehr. Von den kleinen kann ich noch sammeln. Kleine, große brauche ich auch nicht. Die Wolle kann noch da bleiben. Trüffel. Wo habe ich denn die Trüffel? Hier, 20. Kann ich alles raushauen? Ach du meine Güte, okay. Stoff habe ich wie viel? 10 muss reichen. Okay, das heißt, das kann ich alles raushauen hier, das Zeug. Bis auf die Wolle, die bleibt erstmal da. Karamba, das müsste jetzt ein bisschen was geben, hoffentlich. 14 Trüffel, alter Schwede. Zu Pierre wollte ich nochmal. Ich brauche noch 20 Seeds. Ne? Die könnte ich nämlich noch gebrauchen. Da oben ist noch mehr. So. Das nehme ich noch mit. Ah, ich würde sagen, wie das Papier aussieht, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute, bis dahin. Ciao.